Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls und wir befinden uns jetzt kurz vor Jamal, nachdem wir in der letzten Folge ein kleines Gefecht gemeinsam mit dem jungen Mann hatten, Salim hieß er, und ja, dann suchen wir mal, wo Jamal sich befindet. Es ist so still. Mal wieder. Ich schaue mich mal um. Hier ist niemand. Da ist einer. Ah, da kommen wir noch nicht hin. Der sieht uns doch, wenn wir dann lang hüpfen. Moment. Da. Oder wo ist er hin? Hä? Der ist weg. Da ist er. Na, hier durch. Da durch. Ah, wir sind zu weit entfernt. Wo ist der andere hin? Hier war noch. War der das? Scheint so. Na gut. Da ist der Turm. Da. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Hier? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist er. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Okay, jetzt marschieren wir einfach rein und töten ihn. Nein, so einfach geht das nicht. Gleich mit ihm hier. Ist er ein höherer Offizier? Gut. Such eine Waffe. Hier drin? Da oben ist eine Waffe, aber ob wir die nehmen können? Wo ist sie denn? Hast du eine Waffe für mich? Vielleicht hier hinten irgendwo? Hier ist eine Stange, aber... Die wundern sich auch. Was macht der da draußen? Läuft da so rum? Ich suche eine Waffe. Wo ist sie denn? Ist doch bestimmt hier im Wagen drin, oder? Aber da wurde mir nichts angezeigt. Ach! Da ist er. Man lässt doch nicht einfach so seine Waffe da rumliegen. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Okay,
Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ach, hier! Okay, schnell dahin. So ein Massaker. Oh nein, einer der Soldaten war sein Vater. Er ist dein Vater? Niemals falsch ist alles. Fakal tu anakisa tikachi. Oh, er tut mir leid. Hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Oh. Die freuen sich da. Oh oh. Die kommen doch rein, oder? Igel frei! Bitte sofortige Abholung! Hört ihr mich? Bestätigt Abholung! Fuck! Erstmal müssen wir unsere Wunden heilen, wenn's geht. Okay, was noch? Können wir noch was machen? Ach, hier oben. Da können wir wenigstens hoch humpeln. Wir müssen jetzt mal langsam uns retten oder so. Ah, da kommen sie. Gott sei Dank. Das ist der Kleine.
da auch noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Ist ja auch schlimm genug. Aber dass er da so gefühlskalt bei ist. Erstmal Beruhigungstabletten nehmen oder sowas? Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Oder Schmerzmittel. Was haben wir denn da noch? Die Zeitschriften müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Oh nein. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist das? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Und so wurde sie dann obdachlos. Oh Mann, wenn man so hinterrücks da verarscht wird. Man denkt, man tut was Gutes und tötet dann doch jemanden, der etwas Gutes hätte tun können. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Bei dir. Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag
ihn, Nathan. Das ist mein Ernst. Na gut. Die Mission. Wie haben sich andere Spieler entschieden? 72% haben Ryan geküsst, der Ergreifung entkommen, Waffe genommen, auf dem Dach gerettet, in der Stadt entdeckt worden, ja blöderweise, am Kontrollpunkt entdeckt worden, ja auch blöd, ein unentdeckter Weg. Was wäre das gewesen? Na gut, dann würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Beyond Two Souls. Tschüss!